Leva teure Eucharistie ganz hartlich und heute willkommen zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Von heute ist es im Psalm 119, der Verse 169 bei der Eng. Da sagt es, O Herr, hier mein Glaube, ich habe mich einzig nur dein Wut zu leben. Herr, nur mein Prachere, rat mir, so dass du dort in dein Wut versprochen hast. Ich war die Lobe, willst du ihr schmieden, lehrst mir die nie Bote. Ich war von dein Wut singen, bis deine Gebote sind alle erreicht. Lass deine Hand reit sein, um mich zu helfen, bis ich hab deine Gebote für mich gewählt. Herr, ich habe ein Verlangen nach deiner Rettung und habe eine Freude an deinem Gesetz. Lass meine Seele leben, dass ich die loben kann. Mach dein Gesetz mich abrecht holen. Ich sehe so ein verbiestetet und verlorenes Schub. Sieg dienen gleich, willst ich hab deine Gebote nicht vergeten. In diesem letzten Abschnitt von diesem Psalm möchte Schriver noch einmal deutlich, wo Abhängigkeit von Gott ist, von seiner Wut, von seiner Radung, von seiner Weisung in Barmherzigkeit. Er stahl sich durch Hahn aus seinem armen, verbiesterten Schub. Er anerkannt, dass er selbst den Weich nicht fängt, wann am keiner leidet. Dort ist die Haltung, die demütige Haltung für Gott und die Anerkennung durch Gott, der Janse ist, der uns Leben in der Hand hat. So viele Menschen denken, krieg anders zu denken, aber ihre eine Art und Weise, dort sei den Weich Finger geworden, dort sei durch das Leben gewonnen worden, nur ihre eine Manier, ihre eine Gedanke er in Evelei. Aber der Schreiber hier verlässt sich auf Gott. Er hält sich nicht auf fair, dass er den Weich von allein fängt, aus einem verbiesterten Schub. Und wenn es dort wichtig ist, dass wir, jeder einer von uns, der macht den Weich fingen, den Weich gehen, den Gott vor allem, reithaft, sich mit Gott sein Wut beschäftigt, dort in Ehre hält, dort studiert und immer wahrer liest. Lieber Tochira, wer immer du bist, von dir möchte ich dir mitteilen, dass diese Karte Morgenandacht wurde, mit dieser Morgenandacht abhören. Ich will nicht mehr Morgenandacht verschenken, was ich lade noch mal wahrer war, anfangen und wahrer war verschenken, dort bleibt ab, dort ist nicht entschieden. Dort wird die Zeit wiese. Ich möchte mit dieser Gelegenheit jeder einem, der teuer Herz hat, ganz herzlich danken dafür, in besonderer Weise Mut machen, wieder Gott sein Wort zu lesen, zu studieren, in der Berne zu leben. Dort ist dort, wo uns den Weich wiest, wo wir in dieser Welt leben können, in uns eine Hoffnung für die Ewigkeit gibt. Lieber Tochira, dort ist, was wir möchten, in dieser großartigen Möglichkeit habe ich durch Jesus Christus, den wir loben und ehren, wird er der Eichstein ist von unserem Glauben. Daher auf dieser Welt kam, auf dieser Welt lebt, um Christ sterben noch war er Abstand. Und nun im Himmel an der rechten Seite Gottes, sette dort über den wir Träger worden. Der kommen wird, um seine Gemeinde zu holen. Der kommen wird am sein Gerecht, ab dieser Welt, unter Eivor, am allen seinen gerechten Lohn zu geben. Mach Gott jeder einem ganz reglich sehen. Vor dem Himmel, wir danken dir. Für diesen Moment, für dein Wort und für die großartige Hoffnung, der uns dein Wort gibt. Dort uns die Ehe aufmerkt für dort, was kommt, für diese Welt, in auch über ans Leben. Und daran bet wie dort ans Leben immer mehr macht, daran ausgerecht worden, den Wut zu holen und für deine ihr zu leben. Amen.